und herzlich willkommen zurück beim Mesyltablette mit eurem Rockborg und einem neuen Spiel. Das heißt Yet Another Zombie Defense. Ist von den Entwicklern Awesome Game Studio. Und uns wurde das zur Verfügung gestellt, um da mal reinzuschauen und ja, um es euch zu zeigen und natürlich auch mal die Meinung zu sagen. Ich habe es mal kurz angespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz schön angetan von diesem Spiel. Es ist, Zombies, ich mag sowieso Zombie-Spiele. Ich mag auch Zombie-Filme, Zombie-Serien, großer Zombie-Liebhaber. Insofern passt das ganz gut, dieses Spiel zu mir. Allerdings, es ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Und, bei der Einstellung der Musik zum Beispiel ist mir gerade aufgefallen, dass es mit einer höheren startet, als ich eigentlich eingestellt habe vorher. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt einigermaßen und die Musik ist jetzt nicht zu laut. Ansonsten kann man, wie gesagt, jetzt hier, es ist wie gesagt halt nur so eine Art Demo-Version. Es gibt hier einmal Defense. Unten links seht ihr auch Build your base by day and defend it by night. Ne? Also am Tag so gesehen die Basis bauen und abends dann die Basis verteidigen. Ist mir ehrlich gesagt nicht wirklich lange geglückt. So, dann haben wir Endless Night, Reach Night 7 and Defense Mode to unlock this mode. Tja, klasse. 7 Nächte muss ich so gesehen überstehen, um das freizuschalten. Ich habe ehrlich gesagt gerade mal 3 geschafft. So, und Deathmatch, Reach Night 7. Okay, da muss ich auch 7 Nächte überstehen. Aber gut, Endless Night ist selbsterklärend und Deathmatch natürlich auch. So, man kann als Guy spielen. Unten links seht ihr den. Als Girl und als SWAT. Ich finde den SWAT-Typ eigentlich am geilsten, deswegen nehme ich den mal. So, andere Spieler können join, ja klar, nehmen wir alle. Man kann auch nur mit Freunden oder halt auch lokal spielen. Ich nehme einfach mal alle. Steuerung ist ganz simpel mit der Maus, ne? Ihr seht den roten Punkt, dorthin schießt ihr. Ihr müsst hier so gesehen immer an der Lampe bleiben, damit ihr seht, wo ihr so gesehen seid. Die Musik ist schon wieder lauter geworden, so wie es aussieht. Das muss man irgendwie noch ein bisschen fixen, das finde ich nicht ganz so toll. Schießen tut ihr mit der linken Maustaste. Anvisieren und los. Hier könnt ihr Geld einsammeln. Das braucht ihr, um eure Basis aufzubauen. Und auf R könnt ihr nachladen. So, das war auch schon die erste Nacht. Wie ihr seht, wir haben 4000 Cash eingesammelt. So, das heißt, wir haben jetzt hier Wooden Barricade. Das heißt Holzbarrikade. Dann, das ist Holz mit Eisenstäben. Dann haben wir hier eine Elektrobarrikade. Dann haben wir Auto. Torrent Mark II, keine Ahnung, sagt mir jetzt überhaupt nichts. Bin jetzt auch nicht so der Englisch-Experte, ehrlich gesagt. Man kann es leider nicht auf Deutsch stellen. Ist auch leider ein kleines Manko, meiner Meinung nach. Oder ich habe es noch nicht gefunden, kann auch sein. So, eine Mine ist auch klar. Propantank ist auch klar. Das ist sogar eine Barrikade mit Propan, finde ich cool. Ist allerdings, warte mal, hier Price 400. Das können wir doch mal kaufen, einfach mal. Aber das ist ja nur eine ganz normale Holzbarrikade. Ich stelle die einfach mal hier hin. Ah, da ist die. Ach geil, dann kann ich die wahrscheinlich in die Luft jagen, wenn die kommen. Das wird lustig. So, Pistol ist auch klar. Ammo ist unendlich. Ihr werdet aber merken, dass ihr so in den nächsten Wellen damit kaum noch klarkommt. Deswegen ist es am besten, wenn ihr euch mal schnell so ein SMG kauft für 600. Allerdings kostet da auch Ammo 80. Ne? Also es geht ganz schön ins Geld und ganz schön schnell. So, ich werde jetzt erstmal hier diese Barrikade nochmal kaufen. Die Hölzerne, die kostet nur 200. Ich will mal gucken. Ich habe nämlich die ganze Zeit immer die zweite gekauft. Und das ging ganz schön schnell ins Geld. Ich mache das diesmal anders. Kann man wesentlich mehr kaufen damit. Und wir können uns einen kleinen Bunker bauen. Was das Spiel wesentlich einfacher macht. Das
werdet ihr gleich sehen, weil die kommen hier an gerollt. Das ist echt unglaublich. So, jetzt können sie nur hier reinkommen. Allerdings sind wir auch jetzt pleite. Und hier könnt ihr dann zum nächsten Level gehen. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Auf geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf R ist wie gesagt nachladen. Habe ich noch vergessen zu sagen, ihr müsst das Geld schnell einsammeln, sonst ist es weg. Okay, wieder was dazugelernt, denn die Holzbarrikade hält nicht lange. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen haben wesentlich länger gehalten. Das Problem ist, wir müssen uns ja so einen kleinen Ausgang ja schon lassen. So, jetzt holen wir uns erstmal das SMG. Schaffen wir das noch vom Geld her? Jo, schaffen wir. So, Ammo, Ammo, Ammo. Also 15 Ammo braucht ihr schon. Habe ich rausgefunden. Das ist schon echt ja, hart an der Grenze. So, dann können wir jetzt mal mit der anderen Barrikade anfangen. Die bauen wir einfach drumherum, würde ich sagen. Vielleicht, ob das jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Ups, falscher Knopf. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt der falsche Knopf. Versuchen wir danach weiterzumachen. Wenn wir die Nacht überhaupt überleben. Also ihr seht, es ist nicht ganz einfach. Wenn er das so macht, seid ihr natürlich ein bisschen auf der sicheren Seite. Kann euch auf alle Fälle helfen, eine Nacht länger zu überleben. Eine geile Runde. Und ich würde sagen, das war so ein kleiner Einblick erstmal in die ersten Runden. Und schaut doch einfach nächstes Mal wieder rein, wenn wir dieses tolle Zombie-Spiel spielen. Also bis dann, euer Rockbock. Tschüss.